Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße recht herzlich zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Wir haben folgende drei Beiträge, die wir ein bisschen genauer anschauen. Der Kletterer Sascha Lehmann, der an den Olympischen Spielen Grosses vorhat. Ein Berner Spitzenmanager im renommierten Spital zu Graubünden. Und ein Abstecher in die Welt vom Yoga. Der Burgdorfer Sascha Lehmann hat sich als erster Schweizer überhaupt für die Disziplin Sportklettern an den Olympischen Spielen dieses Jahr in Paris qualifiziert. Mein Kollege Max Saladin hat im Training zu Biel vorbeigeschaut und mit ihm über die Vorbereitung, Ambitionen und den Kletterhype ganz im Allgemeinen geredet. Es ist cool, die Aufmerksamkeit irgendwo zu haben auf mich, aber natürlich auch auf den Sport. Und ein gewisses Genieße ich das auch. Natürlich ist es immer ein bisschen Arbeit. Das ganze Organisatorische ringsum, dann kann man es irgendwie schlau ins Training integrieren. Aber ich mache das gerne und finde es auch cool, für so den Sport weiterzubringen. Und auch natürlich für mich, für meine Karriere, ist es wichtig, die Auftritte so zu haben. Wir haben nicht extrem viel über das geredet. Ich glaube, das Spiel hat sich auch extrem weiterentwickelt seitdem. Natürlich hätten wir schon das eine oder andere erzählt von Los Angeles. Es waren sicher aber auch noch mal ein bisschen andere Dimensionen, als es heutzutage ist. Aber ich glaube, für mich ist vielmehr auch einfach der Spirit, den er mir immer schon können mitgeben konnte, an etwas dran zu bleiben, an etwas zu arbeiten, das Ziel wollen zu erreichen. Und ich glaube einfach auch der Glaube daran, dass es möglich ist, war für mich extrem wertvoll gewesen. Und das hätte mir sicher auch jetzt wieder mitgeben können. Und das ist so geniessen und die Atmosphäre dort aufsaugen. Ja, es gibt glaube ich, immer Momente, wo man auch ein bisschen mehr am Beissen ist, Training, was vielleicht härter ist, wo man vielleicht nicht ein gutes Gefühl hat oder irgendwie ein bisschen Mühe hat mit einer gewissen Situation. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach Freude an dem, was ich mache, zu klettern, was so extrem abwechslungsreich ist. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Man kann sich immer in irgendeine Richtung weiterentwickeln. Und ja, von dem her habe ich immer noch Freude daran. Ja, am liebsten liege ich einfach fast auf dem Sofa rum. Nein, manchmal brauche ich einfach die Zeit, die ich wirklich einfach für mich habe, mich wirklich erholen kann. Aber ich liebe so, wenn es im Sommer schön warm ist, man irgendwie in Bernatar kann baden, die Sonne geniessen so. Oder einfach mal einen gemütlichen Tag mit der Freundin, das tut natürlich immer gut. Ja, ich glaube, einfach immer dranbleiben. Sicher das machen, wo man Freude dran hat. Den Stärken auch vertrauen. Die weiterentwickeln. Natürlich muss man an den Schwächen arbeiten. Aber zwischendurch lohnt sich so, einfach das zu machen, wo man wirklich Freude dran hat, wo man gut ist drin und so die positive Energie mitnehmen kann. Vom Berner Spitzensportler jetzt zum Berner Spitzenmanager. Auf der Reise durchs Engadin hat mein Kollege Max Saladin auch einen Halt der topmodernen Klinik Gut St. Moritz eingelegt. Der Grund? Der Urs Baumberger aus Meiringen leitet dort seit kurzem interimistisch das Geschick. Vor Liebe zum Engadin, Herausforderungen in seinem Job und Tipps für Berner Spitäler. Ich bin sehr gut angekommen, bin auch sehr gut aufgenommen worden. Und die erste Aufgabe war natürlich, mir ein Bild zu machen, also eine Betriebsanalyse, mit den Mitarbeitern zu reden, Interviews zu führen und das in Flash wie in St. Moritz. Musik
Also eigentlich gleich, wie wenn ich 10 Jahre CEO da wird. Ich schaue da jetzt das Tagesgeschäft, schauen, was geht, die Probleme lösen, aber auch in die Zukunft schauen, also auch strategisch denken, wie ich eben 5 bis 10 Jahre würde da bleiben. Und dann die Übergabe planen, die dann voraussichtlich Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr wird sein. Ja, der Druck ist viel grösser geworden auf die Spitalwelt, auf jedes Spital heute. Das ist der Fachkräftemangel. Es ist aber auch der finanzielle Druck, das ist der Digitalisierungsdruck, die Qualität, die man ausweisen muss. Und das macht es nicht einfach. Also der Druck kommt von den Mitarbeitern, die wollen ansprechende Löhne haben, die wollen Wertschätzung haben. Und es kommt aber auch der Druck von oben, dass die Wirtschaftlichkeit braucht man, die EBITDA-Marge von diesen sogenannten 10%, dass man investieren kann, primär ins Personal, aber auch in die Infrastruktur. Damit sich ein Spitalbesuch möglichst vermeiden lässt, ist ein gesunder Lebensstil von Vorteil. Beispielsweise dank Yoga. Im Sharapark zu Thun treffen sich dort dazu über die Sommermonate Interessierte und Neulinge. Im Fokus dieses Jahr steht das Thema Klangwellen. Was es dort damit auf sich hat, das weiss mein Kollege, der Patrick Schmid. Das ist ein Open Sky Yoga Thun im schönen Shadow Park, wo wir uns immer Dienstag und Mittwoch treffen, um Yoga zu praktizieren. Und ich freue mich darauf, dass ich auch das Koshi einsetze oder mein Handpan während meiner Stunde. Einfach mal schütteln, mal die Faszien lockern und den Alltag abschütteln und dann in die Yoga-Positionen. Und irgendwie ist das, glaube ich, noch ganz gut angekommen. Mantra singen habe ich auch sehr gerne, vor allem in grossen Gruppen, wo dann eine hohe Energie entsteht und man so richtig ins Schwingen kommt. Ich finde es auch schön, so umzusingen am Anfang, so für den Einstieg, also zum Ankommen. Und dass man so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen in die Ruhe kommt und sich so ein bisschen zentrieren kann. Ich merke einfach, wenn man am Anfang der Yogastunde mit Musik anfängt, mit Mantra anfängt, dann setzt es eine ganz andere Grundlage für die Yogastunde. Versetzt einem in eine andere Stimmung. Jeder will irgendwas mitbringen von den Lehrern. Eine Handpan oder ein Harmonium. Und das ist wunderbar, weil Yoga ist ja Schwingung und Musik ist auch Schwingung. Das ist auf jeden Fall für alle gedacht. Das heißt, es wird nicht so kompliziert werden von den Yogastellungen her. Und hier im Shadow Park ist es natürlich herrlich mit den Bäumen und der See und die Wiese. Jeder kann kommen. Für mich als Musikerin ist es essentiell, dass ich meinen Körper gut spüre. Und in meiner Session wird es vor allem um die Achtsamkeit gehen. Achtsamkeit auf den Körper, auf die Atmung, auf alles, was jetzt gerade da ist. Das war es auch schon wieder vor heutiger Panorama-Sendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer unter plattformj.ch oder auch in unserer App. Ob in den nächsten Tagen eine Yoga-Stunde vor draussen Sinn macht, das verraten euch jetzt Kollegen von Metien News. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Und nachdem uns in der vergangenen Nacht eine Kaltfront erreicht hat, haben wir am heutigen Dienstag eine veränderliche Mischung aus Wolken und Sonne gehabt. Zum Teil hat es auch einmal noch geregnet. Ja, morgen Mittwoch da verlagert sich ein Hoch von Frankreich nach Deutschland und bestimmt unser Wetter. Von Westen her kommt trockenere Luft zum Alpenraum an. Im Osten ist die Luft hingegen noch feuchter. Die gute Nachricht ist, in den nächsten Tagen bleibt das Wetter hochdruckbestimmt.
Am Morgen gibt es im Flachland recht viel Sonnenschein. Im Oberland erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken. Dabei ist es meistens trocken. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 14 bis 15 Grad umeinander und erreichen am Nachmittag 24 bis 26 Grad. Im Flachland haben wir eine leichte Brise. Auf den Bergen bläst leichter bis mässiger Südwestwind. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 4000 Meter. Ich habe es am Anfang der Sendung schon erwähnt, es geht mit hochdruckbestimmtem Wetter weiter. Vom Donnerstag bis am Samstag dürfen wir so viel Sonnenschein erwarten. Am Nachmittag steigt in den Bergen allerdings jeweils das Regen- und Gewitterrisiko etwas an. Das bedeutet, wir haben jeweils vor allem am Vormittag gutes Wetter für einen Ausflug in die Höhe. Alternativ haben wir auch gutes Wetter für einen Sprung ins Wasser. Es wird nämlich auch hochsommerlich warm mit Temperaturen um oder ein bisschen unter 30 Grad. Es lohnt sich also jeweils auch am Morgen gut durchzulüften. Am Sonntag da erfasst uns dann voraussichtlich eine Störung. Dementsprechend geht es mit vielen Wolken, Regen und Gewitter weiter. Das Temperaturniveau geht zurück. Am Montag könnte es dann voraussichtlich freundlich und vorwiegend trocken sein. Ja, damit wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.